Ey, Feuer! Ruf doch mal jemand die Feuerwehr! Achso, das bin in dem Fall ich. Wir spielen Feuerwasserlimbo und damit willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wir geben unser Bestes und versuchen hier dieses nicht mehr allzu kleine Feuer zu löschen. Und sterben dabei gleich fast. Was haben wir denn hier? Eine. Blau? Ein. Irgendwas Bläuliches mit. Wasser drin anscheinend, da ist ein Puzzleteil, oder? Oh, schade. Also, der Igel hat, glaube ich, auch schon mal, falls das ein Igel ist, der hat, glaube ich, auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Wir haben irgendwie solche Wasserballone oder sowas in der Richtung. Ich weiß nicht wirklich, was genau das sein soll. Und da ist noch sein Igel. Brauche ich das Fass? Ich würde sagen, ich lasse das Fass erstmal stehen, weil. Irgendwann werde ich sicher brauchen, aber jetzt noch nicht. Brennt das Ding ab? Nein, brennt nicht ab. Gestern diesen Dinger kann ich so lange möglich, so lange wie ich will hängen. Aber kann ich sie löschen? Wenn ich treffen würde. Gut, dass ich das fast stehen gelassen habe. Mit X ist schon weg. Ich wollte doch nur dieses Lasso hier löschen. Okay, es ist möglich. Und dafür kriegen wir ein Puzzleteil. 1 von 7. Kann ich das auch noch? Egal. 1 zu 7 heißt, wir haben hier viel zu tun, bevor hier alles abbrennt, müssen wir noch schnell alle Puzzleteile mitnehmen. Oh oh, da brennt schon da vorne. Aber wir müssen ja natürlich auch schauen, dass wir hier alles löschen, damit die Tiere hier dann wieder cool leben können. Was nicht mehr so heiß ist. So. Ich lebe, ich lebe, ich weiß nicht wie, aber ich lebe. Was passiert hier? Okay, der Baum versinkt irgendwie. Dafür kriegen wir sogar ein Puzzleteil, weil ich alles eingesammelt habe, wahrscheinlich. Und was sind das für Dinger? Ich kenne von ja aus Donkey Kong Country Returns, aber mit Feuer kennt man die, glaube ich, nicht. Soweit ich zumindest weiß. Feuer hat es die nie gegeben. Ich weiß auch nie, was das darstellen soll. Irgendwie so. Ja, keine Ahnung, Figur mit einem Mund. Ah, okay, und hier dürfen wir nicht allzu lang stehen bleiben, sonst fangen die langen Haare von Donkey Kong Flammen. Das ist, glaube ich, nicht allzu angenehm. Ich glaube, Dixie will ihren Zopf auch behalten, nicht dass er ein bisschen abfackelt. Ich glaube, sollten wir schauen, dass wir da möglichst kurz immer nur stehen bleiben. Und da versteckt sich doch ein Igel oder was auch immer das für ein Dreck ist. Im Gebüsch. Roll. Okay. Ja, also im Hintergrund, also ich glaube nicht, dass du hier noch sehr viele retten kannst. So, diesen Vogel nehmen wir mit. Also ich glaube, hier ist echt schon Großbrand. Jetzt muss ich hier wieder eine neue Bombe holen. Es sieht nicht mehr allzu gut aus hier. Kann ich da runter? Ja, okay, da haben wir einen Bonusraum, der zum Glück nicht brennt. Wenn ich blöd, wenn der Bonusraum brennen würde. Ah, das ist dieser Bonusraum. Ach, ein sehr toller. Mir gefällt eigentlich hier so ziemlich, ist mir aufgefallen, mir gefällt hier so ziemlich jeder Bonusraum. Gefühlt zumindest. Okay, also das war schon knapp am Ende, weil ich dachte, das Puzzle hat spawnt unten irgendwo in der Mitte, aber es ist oben gespawnt und damit habe ich halt nicht gerechnet und wäre dementsprechend fast drauf gegangen, aber zum Glück nur fast. Und jetzt können wir, jetzt nehmen wir jetzt mal hier die Zeit, dieses Ding mal ein bisschen genauer anzuschauen. Das ist irgendwie so ein Ding, was da so ein paar Federn hat, so eine Stein. Okay, genug angeschaut. Ich habe keine Ahnung, was das Ding darstellen soll. Und ich bin tot, oder? Ja. Also das war wieder mal auf einer Skala von 1 bis 10 wäre das eine minus 5 gewesen vom Skill her. Also unterirdisch schlecht. Weil das klar war, dass ich das nicht erreiche, das habe ich schon am Anfang des Levels gesehen, dass sich das von der Distanz nicht ausgeht. Ja, jetzt haben wir halt keine Dixie mehr. Aber irgendwo wird doch hoffentlich noch ein Fass kommen. So, das geht jetzt zu durch. Treffen wir wieder nix. Okay. Schön alles mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Diesmal machen wir das hier richtig. Deshalb leben wir auch. Das war jetzt schon echt.
richtig schlecht gemacht, muss man schon sagen. Oh, ich hätte das Herz nicht, ich hätte das Herz nicht einsammeln sollen. Es war so klar, dass ich das nicht überlebe. Oder zumindest, dass ich da Schaden nehmen werde. Das war das die falsche Seite. Mit einem Herz wird das jetzt natürlich ein bisschen schwer, hier das O mitzunehmen, aber wir haben es, Hella, nein! Ich hab genau dann auf diesen Sprungknopf gedrückt, wie das Ding zusammengebrochen ist, deshalb bin ich einfach wie so ein feuchter Sack da runtergefallen und ich bin gesprungen. Okay, hier nehmen wir wieder alles mit natürlich. Okay, die treffen mich so auch schon. Ich dachte, ich muss wirklich drunter liegen, dass ich getroffen werde, aber nein. Jetzt muss ich aber aufpassen, ich habe jetzt keinen Bock hier nochmal zu sterben. Ich bin schon zweimal gestorben in dem Level, das gibt's doch nicht. Ich hab keinen Bock hier nochmal zu sterben. Triff doch! Okay. Gut sind diese Ballonen, Quellen oder was immer das so unendlich, sonst wäre schon fünfmal tot. Da haben wir Glück. Ich nehme das Ding jetzt mal mit. Okay, kann ich nicht, weil ich jetzt sammeln will. Schnell, 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 schnell! Das ist richtig close. Ich lebe! Wie auch immer ich das gemacht habe, ich lebe. Okay, Puzzle da unten haben wir das Ober auch wieder. Ich bin aber schnell mal drüber. Nein, ich bin schon wieder ganz drüber. Oh, das war schon wieder so schlecht. Okay, okay, jetzt ich muss mich mal ein bisschen anstrengen irgendwie. Spiele ich heute katastrophal schlecht. Habe ich das Gefühl. Schnell rüber. Müssen wir doch sicher wieder alles mit dem und dort ist ein N, wie soll ich denn das kriegen? Okay, okay, ich verstehe, wir müssen hier bis zum letzten Augenblick warten. Da ist doch was, ja. Okay, wir haben den nächsten Checkpoint. Und auch diese roten Knochen da, die sehen zwar verdammt cool aus, aber ich habe keinen Bock an diese, wie heißen sie, Fisch, diese roten Fischskelette, die sehen verdammt cool aus, aber wirklich berühren will ich die nicht. Okay, was kriegen wir da unten, irgendwas Werfbares? Nein. Wir brauchen irgendetwas. Nein, nein, nein. Okay. Was? Nur Bananenkranz, really? Ich hätte jetzt ein Puzzleteil oder ein Herz gebraucht, aber kein Bananenkranz. Also der schon doppelte Feuerwehr, ja. Nein. Über das geht unschön weg da. Nein! Da unten geht's rein, da unten geht's. Bitte Herz, 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 Herz. Nein! Ich komm trotzdem rein. Ich hoffe, ich sterbe noch nicht, wenn ich da rausgehe, weil das Feuer eigentlich immer noch da ist. Und ich hoffe, ich schaffe den Bonus überhaupt. Das war schon verdammt knapp jetzt. Okay, das war auch verdammt knapp. Okay, wir haben es geschafft immerhin, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das überlebe, wenn ich jetzt rauskomme. Okay, ich komme anders raus, okay. Weil das war ja eigentlich geschummelt, aber da ich eh schon angeschlagen war, habe ich mir gedacht, das macht jetzt nichts, wenn ich dann durchrenne. Auch schauen, dass man alles mitnimmt. Vielleicht gibt es ja noch was. Jetzt hier beim letzten nicht sterben. Okay. Ich berühre das Fass. Weil hier hinten ist noch was. Ja, das ist das letzte, oder? Okay, wir haben alles. Wir haben alles! Okay. Wir haben es geschafft. Das ist natürlich wunderbar. Und wir spielen direkt das nächste Level und zwar Raketenfass Rock. Also es
klingt schon mal wieder nach einem Raketenfass-Level, das wird es wahrscheinlich auch sein. Und schau mal, ob wir das hinkriegen, wie wir das hinkriegen und wie gut wir das hinkriegen. Okay, was haben wir hier? Wir haben wieder 5 Puzzleteile hier. Das ist in Ordnung für Raketenfass-Level, weil weniger geht nicht. Ich will trotzdem Dixie haben, weil ich glaube, dass da unten ist sicher noch irgendeins, mindestens ein Puzzleteil ist hier unten, oder? Oder? Ah ja, da drin. Ja, ja, das war klar, das hat man voll gesehen. Okay, was haben wir für einen Bonusraum? Wir haben wieder so einen Bonusraum. Habt ihr es gesehen? Da bin ich ja schon mehr auf der Seite reingekommen ins Kanonenfass, oder ins, wie auch immer das Teil heißt, als irgendwo anders. Ich glaube Kanonenfass. Da bin ich ja komplett schon auf der Seite rein. Hab ich schon kurz geglaubt, ich bin tot, aber... Nein, nicht tot, sondern im Bonusraum halt verkackt. Okay, los geht's. Nächstes Raketenlevel. Muss ich irgendwas einsammeln? Vielleicht diese Mitte. Oh, ja, verkackt. Vielleicht, ich glaube, ich hätte hier was einsammeln müssen. Das muss man meistens in solchen Raketenfass-Leveln immer irgendwas einsammeln. Da habe ich auch schon was verkackt. Oh, das wird ganz schlecht. Das ist ganz schlecht, bis jetzt läuft das. Das sieht echt nicht gut aus, aktuell. Ey. Eine Vorwarnung gefällig. Das wird nicht mit den. Nein, unten war ein Puzzleteil. Ich glaube, ich habe jetzt schon 2 Puzzleteile oder so verpasst. Wenn ich richtig. Nein, ich glaube, eins habe ich. Nein, mit dem sind es dann 2. Ich bekomme ein Herz. Gib mir ein Herz. Ja! Komplett hochgezogen. Okay. Aber noch ein Puzzleteil bekommen. Komm, ich brauche ein Herz. Ich brauche ein verdachtes Herz. Gib mir ein Herz. Mach nicht was kaputt, du. Was auch immer. Oh ja, Herz, Herz, Herz. Ja. Was haben wir hier? Oh, da oben sehe ich ein Secret Exit. Und beim nächsten Mal. Geht denn auch da oben? So ganz unauffällig. Versteckt da oben. Gehen? Okay, hier ist ja, das sieht so sehr nach Puzzleteil aus. Nee? Nicht? Okay. Aber das. Oder müssen wir. Oh, ich habe eine Banane vergessen. Nein, die springen. Der letzte springt, glaube ich, auch. Ja. Das war's. Ja, 2 von 5. Das geht besser. Das geht sehr viel besser. Oh, warte, da ist noch nicht aus. Ich habe alles mitgenommen. Oder ist da unten noch was? Das war eine Muschel. Ja, da ist echt noch was. Haben wir da unten noch was? Was da so tief runter geht. Oh, da liegt eine Leiche, oder? Oh, ein toter Aal. Oh, was ist denn da? Lol, da geht's auch rein? Das ist der Secret Exit? Ich dachte, der wäre da... Ich dachte, der wäre komplett woanders. Okay, wir nehmen jetzt mal den normalen Exit mit. Dann muss ich unbedingt schauen, was da beim anderen Secret Exit, wo ich eigentlich dachte, dass der Secret Exit ist. Muss ich dann unbedingt mal hinschauen. Ich dachte, der wäre dort. Aber anscheinend ist er das nicht. 3 von 5 Puzzleteilen, das geht wesentlich besser. Ah, ich hab 2 Secret Exits. Lord, das stimmt. Ich geb 2. Okay, dann weiß ich doch, was da unten ist. Dann müssen wir das Level dann nach dem nochmal spielen. Aber hier renne ich jetzt kurz mal durch. Okay. Diesmal aufpassen. Weil ich weiß eh, wo die Puzzleteile sind. Also eins war unten und eins war. Ah, nein! Ich hatte es aufgedeckt, aber ich hab's nicht bekommen. Wie schlecht! Es lag vor meiner Nase, aber ich hab's nicht geschafft. Oh, und ich wurde schon wieder getroffen. Aber da unten, dann nehme ich das erstmal mit. Ich muss das Level ja dann eh nochmal spielen, also ist eh egal. Ganz nice. Okay, jetzt holen wir uns da oben den Secret Exit. Hoffe nur, dass ich da nicht sterbe.
Das ist schon eng zum Fliegen. Okay, der dauert noch. Ich dachte, der kommt jetzt schon instant, aber nee, der dauert noch. Okay, da oben war Butler, das ist egal. Ich brauche ein Herz. Ich brauche ein gottverdammtes Herz. Ich habe jetzt hier keinen Bock zu sterben, auch nur weil ich das Level sowieso schon nochmal spielen muss. Will ich jetzt hier nicht sterben. Dann nehme ich dann doppelt schlimm. Ich weiß nicht, ob ich ein Herz verliere, wenn ich das Wasser berühre. Okay, jetzt hier oben rein. Okay, wir sind drin. Und hier ist dann der zweite Secret. Nehme ich mal an, ja, da oben. Elfmal ist okay. Geht natürlich noch einiges besser, aber ist in Ordnung. Hier tun wir uns das letzte Puzzleteil, was ich sowieso schon aufgedeckt hatte, aber einfach zu dumm bin, das einzufangen. Und dann holen wir uns noch den zweiten Secret Exit. Auf jeden Fall noch. Okay. Na komm, beweg dich. Die Münzen habe ich eigentlich schon eben. 615 Stück. Ja, wir dann auf jeden Fall mal fett einkaufen gehen. Wir wollen ja natürlich auch alle diese Kugeln da haben, diese Sammelkugeln oder was auch immer das ist, damit ich auch auf jeden Fall alle haben müsste, wenn wir fett einkaufen gehen nochmal am Ende. Okay. Diesmal das Puzzleteil mitnehmen. Okay, und jetzt einfach nur durch. Ich habe jetzt schon so viel verkackt in diesem Level. Jetzt einfach einmal ein Perfect Run. Kein Damage. Ja, Puzzleteil muss jetzt nicht wirklich viel mitnehmen, aber einfach mal so ein kein Damage Perfect Run. Das wäre doch jetzt mal was Tolles. Schauen wir mal, ob ich es hinkriege. Das ist eine andere Frage, aber wir versuchen es. Ach, da was auch immer das da für Strecken sind, da hinten oder Weg oder was auch immer. Zunächst mal die Vikinger hier so Fische fangen, weil die sind ja eigentlich selbst. Ja gut, das Aim brauche ich nicht mehr, sonst wäre das schon gewesen. Aber egal. Ach, diese Hütten, die sind auch. Da passt doch keiner rein, da kriegst du ein Bett rein und das war's. Kannst du im Bett jeden Tag frühstücken, weil die Küche nicht schon im Bett ist von der Größe her. Jeden Tag Frühstück im Bett. Das ist auch was Schönes, aber kannst du auch im Bett aufs Klo gehen. So klein ist doch das Haus. Nein! Ich dachte, er ist oben. Nein! So viel zum Thema Perfect Run, würde ich mal sagen. Habt ihr den Perfect Run gesehen? Er war perfekt. Okay. Einmal anstrengen jetzt. Und dann schaffen wir das auch wohl. Das Level ist oft. Es ist überhaupt nicht schwer. Aber ich schaffe es halt, aus den leichtesten Dingen schwerer zu machen. Das kennt man von mir. Alles, was leicht ist, ist schwer. Und alles, was schwer ist, ist relativ leicht. Das ist so eine Lebenseinstellung. Deshalb mache ich nur schwere Dinge. Nein, ich mache eher leichte Dinge. Und die sind dann eben schwer. So, genau genommen mache ich nur schwere Dinge. Nein, jetzt kann ich den Secret Exit nicht tun, weil ich keine Dixie mehr habe. Alter, es läuft echt alles schief heute. Oder? Das Spam! Ich glaube, das bringt nur nichts. Such's nochmal mit Anlauf. Ich bin, man, das ist möglich. Bitte. Na, okay, das wird nichts. Jetzt darf ich das nochmal machen. Echt, das kann es doch nicht sein. Wie oft kann man in einem einzelnen Level verkacken? Huch, was war das? Entschuldigung. Das kann es doch nicht sein. Ein viertes Mal. Mit dem Tod eingerechnet ist das fünfte Mal. Ich habe noch nie den Level so oft gespielt. Ja, es geht schon wieder genauso los. Diesmal nicht sterben. Nicht sterben. Alles andere ist egal. Hauptsache ich sterbe nicht. Weil ohne Sterben, Dixie kann ich auch, vielleicht auch noch, wenn ich sterbe. Ist alles egal. Hauptsache ich sterbe nicht. Alles andere ist jetzt erstmal Nebensache.
warten, dann wird's auch was. Dieses, jedes Mal aufs Neue überrascht mich dieses Ding da unten. Jedes Mal aufs Neue. Weiß ich, ich glaube, das hat mich jedes Mal getroffen bis jetzt. Weil ich einfach nicht lerne. Das ist unglaublich. Ich habe nur noch ein Herz, ich muss aufpassen. Nicht zu riskante Flugmanöver zu machen, weil ich nicht nochmal sterben, nicht nochmal sterben. So, komm. Wo, hier war doch irgendwo. Ja, jetzt. Okay, aber ich muss bis zum Ende durchhalten. Jetzt habe ich den Secret Exit nicht am Anfang geholt. Habe ich mir eh schon gedacht, da wird was passieren, aber nein. Ich ignoriere das. Es wird nichts passieren und dann ist es passiert. Ja, aber jetzt habe ich ein gutes Gefühl, jetzt habe ich ein sehr gutes Gefühl. Unten bleiben. Jetzt springen die Viecher dann muss ich unten bleiben. Und jetzt hoch und wieder runter. Okay, ich glaube, wir haben sie, können wir eh nicht mehr sterben, oder? Ich gedacht, dass die an uns vorbeifliegen. Ah, da, du bist das, der da unten liegt. Jetzt check ich, du bist das, der da unten liegt. Okay, und jetzt hier ganz kurz mal. Ey, jetzt Dixie noch verliere. Vom Secret Exit. Okay, dann schwimmen wir kurz mal rein. Finally! Nach keine Ahnung wie vielen Versuchen haben wir es geschafft. Und welches Level spielen wir zuerst? Links, rechts oder Mitte? Sagen wir, gehen nach rechts, oder? Oh nein, das ist B, gehen wir zu A rüber. Machen wir zuerst 3A, schwing dich durch. Sehr spannend, ich soll mich also durchschwingen. Das werde ich auf jeden Fall tun. Okay, also das scheint eher so eine gechilltere Atmosphäre zu haben. Empfehle anscheinend Didi, aber das ist mir herzlichst egal. Ich bleibe Dixie. Nein, ich höre schon auf das Spiel und hole mir jetzt hier ein Didi. Ah, okay, ich weiß warum. Ah, ja. Ist da oben was? Nee. Das sind wieder diese Ochsen oder was auch immer, das ist in dem Ochsen. Weil die irgendwie so aussehen. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das darstellen soll. Ist da oben noch irgendwas? Ich glaube nicht. Was war das? Das war weder Skill noch irgendwas anderes Gutes. Das war einfach schlecht. Das schlecht ist gleich tot. So eine ganz einfache mathematische Gleichung. Schlecht plus schlecht ist tot. Das trifft auch nicht zu in so gut wie jedem Level. Ich habe eh echt so gut wie in jedem Level mittlerweile. Oder ne, im ersten Level bin ich auch gestorben. Ich bin halt echt in jedem Level gestorben, das wir gespielt haben. Ist da oben irgendwas? Okay, da schon. Aber da unten. Da unten ist etwas. Sofort habe ich das gesehen. Was ist das für ein Bonusraum? Ah, das ist dieser komische. Keine Ahnung, was das sein soll. Er ist auf jeden Fall komisch und wieso hat sich das Ding jetzt nicht ausgeklappt da vorne? Nein, schnell. Komm! 3 Sekunden! Also das oben hat irgendwie ultra lang zum Aufklappen gebracht. Dafür dachte ich, stinkt jetzt so ein bisschen. Aber hat nichts gebracht. Weil das so ultra lang zum Ausklappen gebraucht hat. So, direkt das. Wir sind erst beim K. Und ich bin schon 5-mal gestorben. Gefühlt. Okay, da unten haben wir das nächste. Die Boden sind immer die meisten. Aber da kann ich hier direkt. Nee. Ah, da unten gibt es. Ah, ich sehe es. Dort ist so ein Gang. Ja. Pretty. Okay, was machst du? Du machst das und jetzt hier schnell rüber. Diese Eule jetzt hat Trampeln, weil sie es nicht anders verdient hat. Nein, ich wollte nicht trollen, eigentlich wollte ich nicht trollen. Du wirst mir doch safe auch alles einsammeln, oder? Nee.
Ja, und jetzt? Nein, ich dachte, Plateau fährt mit. Das gibt es doch nicht. Wieso sterbe ich jetzt nur noch? Wo ist der ganze Skill von den ersten paar Folgen hin? In Luft aufgelöst. Oder was? Okay, jetzt warten. Ja. Jetzt müssen wir hier warten, bis wir hochkommen. Und dann hier das Bro mitnehmen. Was hier? Ey, müssen wir Plattformen abschießen, damit wir rüberkommen. Nein! Ah, okay. Ich dachte schon, das war's jetzt, aber. Da kommt doch safe ein Puzzleteil raus, oder? Ich nehme über sicherheitshalber noch eine mit. Okay, da drin liegen noch mehr. Das wird nix. Das sehe ich jetzt schon. Oder? Oh, es wurde doch was. Es ist zwar kein Puzzleteil, aber es war trotzdem verdammt knapp. Da muss ich doch auch alle. Da warte, da will ich jetzt aber extra nochmal zurückgehen, weil ich da oben alles einsammeln will. Und ich habe es nicht geschafft, alles einzusammeln. Sorry, ich muss der Pinguin dran glauben oder auch nicht. Okay, ich krieg dafür nichts, aber egal. Und jetzt muss ich. Achso, ich muss schon hier hoch. Dann hier rüber und jetzt hier hoch. Holy shit. Okay, da drüben ist auf jeden Fall was. Und das Herz hätte ich jetzt nicht nehmen sollen, weil das werde ich vielleicht irgendwann noch brauchen. Aber der hier in Fass ist. Was ist denn hier? Ein Puzzleteil. Zwei noch. Nein, ich will da nicht drüber. Kommt das Ding wieder zurück? Ich hoffe, dass. Ja, okay, tut's. Ist das da oben eine Liane? Kann ich da. Alter, oh mein. Wie? Wie heftig. Was habe ich für Augen? Ich habe gedacht, da ist so ein leichter Grünunterschied. Ich dachte, das liegt am Bildschirm oder sowas. Aber nein. Heftig. Dass ich sowas sehe. Dabei sagt man auch, dass ich brauche eine Brille. Aber sowas sehe ich ganz genau. Wenn es wirklich ein Spiel geht, dann sehe ich das mal ganz genau. Und ich. Nein! Der hat. Wie, der kann Schubs. Der hat mich komplett runtergeworfen, der Typ. So. Einfach aus Wut gehst du jetzt mal down, weil irgendwas muss sterben. Ich bin jetzt voll gestorben, jetzt muss ich irgendwie mitreißen. So, du wirst mir als offiziell mitgerissen. Herzlichen Glückwunsch. Okay, das kann jetzt. Okay, ich lebe noch. Komm, bitte gib auf zu trommeln und gib mir ein Herz. Verdammte Banane. Ja. Es wird nix. Oder? Wird doch was. Oh, ist nur eine Münze. Aber warte, vielleicht kommt hier ein Herz raus. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist manchmal situationsbezogen. Oder? Herz. Ja. Hat sich so gelohnt, das zu machen. Safe alles einsammeln. Safe. Ja. Okay. Schnell hier hoch. Bevor das Ding zurückfährt. Das geht noch mitnehmen. Oder? Bleibt das. Hä? What? What? Wie besieg ich den? Wie besieg ich den? Weg da. Einfach weg. Okay. Position 5 und 5. Oh mein Gott, wir haben alles. Wenn ich jetzt an dem Viech sterbe. Keine Ahnung, wie oft ich gestorben bin, viel zu oft. Aber wir haben es geschafft, alles mitgenommen, obwohl ich teilweise dachte, wir haben schon ultra viel übersehen. Aber wir haben es geschafft. Abgesehen von diesem einen Puzzleteil da, was ultra hart versteckt war, war das Level eigentlich ganz gechillt. Nächsten Part gibt es dann die nächsten zwei Level. Ich danke mir fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.